Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Traders Podcast am 21.01.2014. Dienstag ist heute. Heute die amerikanischen Börsen nach dem Feiertag gestern und nach dem, ja, je nachdem, was nimmt, halben Feiertag gestern wieder Vollzeit aktiv. Also heute erwarten wir ein bisschen mehr Aktion als gestern. Gestern war es ab 17 Uhr eigentlich nur noch ein Abreißen von Stunden, bis dann der Feierabend da ist, weil es einfach keine Impulse gab, logischerweise. Ich habe heute mal die Edelmetalle mitgebracht, Gold und Silber, und hier sieht man den Goldchart erstmal in so einer sehr kurzfristigen Einstellung. Aber was ich Ihnen hier auf diesem Chart eigentlich zeigen will, ist diese Linie hier unten, die rote Linie, denn das ist der Saisonalchart von Gold. Und man sieht, dass der Saisonalchart von Gold jetzt im Anfang November, Anfang Januar uns einen ganz schönen Tiefpunkt angezeigt hat. Der Goldpreis ist auch gestiegen, zwar jetzt nicht phänomenal, aber er ist gestiegen um ein paar Dollar, wenn man mal schaut, hier war 12,24 bis in der Spitze um Richtung 12,60. Naja, also ist nichts Besonderes gewesen, aber trotzdem vielleicht 25, 30 Dollar, je nachdem, wie man getradet hat. Und man sieht jetzt, diese Saisonallinie kippt jetzt nach unten. Die kippt nach unten bis eigentlich Ende Januar. Wir sind also jetzt hier im saisonalen Hochpunkt. Typischerweise fällt also jetzt beginnend mit dem 20.01. der Goldpreis wieder. Und jetzt könnte man sich mal überlegen, ob man auf die andere Seite geht, ob man nicht auf die Short-Seite geht beim Gold. Und nur die saisonale Information ist natürlich ein bisschen wenig. Dazu habe ich nochmal einen anderen Chart mitgebracht, diesmal nämlich den Vergleich von Gold und Silber. Und was man hier sieht, ist nichts anderes. Hier oben ist Silber, hier unten ist Gold. Hier sieht man nichts anderes, als dass wir eine Intermarket-Divergenz gebildet haben. Wenn man so will, eine negative Divergenz. Denn wenn man sich mal die Hochs hier anschaut, Gold macht hier ein Hoch. Das wird auch von Silber bestätigt. Dann macht Gold hier nochmal ein Hoch. Auch das wird, naja, zumindest mal sehr, sehr knapp noch von Silber bestätigt. Also dieses Hoch war schon etwas klarer als dieses Hoch hier. Und jetzt hat Gold gestern zum dritten Mal hintereinander hoch gemacht und das wird von Silber jetzt schon nicht mehr bestätigt. Und das ist eine negative Divergenz. Wären also Gold neue Höchstkurse markiert, wenn auch jetzt nicht überragend, aber ich sag mal okay Höchstkurse, ist es von Silber, wird es von Silber nicht mehr bestätigt. Silber geht schon runter und das bedeutet, wenn man so möchte, dass der Markt, und zwar der Edelmetallmarkt, nicht jetzt speziell der Silbermarkt, sondern der Edelmetallmarkt als Ganzes, strukturell schwach ist. Und das bedeutet wiederum, oder beziehungsweise warum ist das so? Letztlich, weil Silber immer wieder der Vorlaufindikator war. Man sieht es zum Beispiel auch ganz gut hier, wenn man sich mal anschaut, das Tief hier im Goldpreis. Das wird gefolgt von einem deutlich tieferen Tief im Goldpreis. Also ich markiere das mal nicht. Also das war hier, zack, wumm. Und was macht Silber? Silber macht ein höheres Tief. Das ist eine strukturelle Stärke für den Edelmetallsektor und wenig später ist auch dann der Goldpreis wieder gestiegen. Also das sind so Punkte, auf die man aufpassen sollte. Der Vergleich von Gold, Silber, nicht immer nur die Frage, was man kaufen soll, Gold oder Silber, sondern auch, man kann mit diesem Vergleich dieser beiden auch beantworten, die Frage, ist der Edelmetallzustand als Ganzes in einem überhaupt noch guten Zustand? Wie gesagt, für mich fängt er jetzt an zu schwächeln wieder, zumindest mal kurzfristig, und deshalb ist es für mich eher eine Short-Chance. Wenn man sich den Chart anschaut, dann sieht man, wenn man jetzt Charttechniker ist, dann sieht man, dass hier möglicherweise so eine Art bärischer Keil sich entwickelt. Nicht? Man hat also hier diese beiden aufeinander zulaufenden Trendlinien. Und deshalb würde es mich nicht wundern, wenn wir hier runter durchfallen und der Goldpreis bis Richtung 12,16 dann fallen würde. Denn 1216 ist letztlich nichts anderes als die, markiert das mal hier mal, der Start des Keils, nicht? Also 1220 so die Ecke. Das wäre für mich jetzt die logische Konsequenz, wenn man sagt, Gold fällt durch diesen Keil und fällt dann zum Anfang des Keils zurück, der bei 620 liegt. Und nochmal mit dem Blick auf die Saisonalität, dann sieht man, dass wir eigentlich jetzt die nächste Woche dafür Zeit hätten. Das wäre also praktisch perfekt, wenn wir jetzt die nächsten 7-8 Tage lang fallen würden im Goldpreis. Also das ist meine Einschätzung zu Gold, nicht so wahnsinnig positiv, zumindest mal auf die kurze Sicht. Und das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin alles Gute und Happy Trading. Ihr Heiko Seibel. Tschüss.